typisch. Die hätten mich glatt vergessen. Hunde sind eben doch nur Menschen zweiter Klasse. Aber was will man von einer jüdischen Nervensäge und einem muslimischen Besserwisser auch erwarten? 30.000 Kilometer quer durch Deutschland. Warum? Die beiden glauben, sie sind im Dienste der Aufklärung unterwegs. Aber ich weiß, mein Herrchen, der Bruder, will sowieso nur angeben und der andere will mal Bundespräsident werden. Wilma mein Name. Und ich halte ab sofort die Schnauze. Als du eine tolle Zeit in Kairo hattest, bei der Revolution und bei den Demonstranten, habe ich hier auch einen Berufsdemonstranten kennengelernt. Was bedeutet auch? Habe ich einen anderen Berufsdemonstranten kennengelernt. Ja. Timo Tasche. Schon mal gehört? Nee, was macht er? Timo Tasche lebt in Marl. Marl übrigens. Marl. Du, wenn es dir gut geht und du willst eine Depression haben, fahr nach Marl. Marl. Wirklich. Bleib nicht zu lange, sonst bringst du dich um. Nicht mal ein Hund möchte hier tot über dem Gartenzaun hängen. Wilma, nicht einschlafen. Wir kommen ins Zentrum. Das soll das Zentrum sein? Wenn das das Zentrum ist, Wilma, wie sieht dann die Peripherie aus? Und am Rande der Stadt lebt ein junger Mann, 30 Jahre glaube ich, Timo Tasche, kriegt ein Jahr an Hartz IV, ist nicht vermittelbar und hat ein relativ gutes Leben. Tasche liegt der Stadt auf der Tasche sozusagen. Was ist denn das hier, ein Mahnmal für Griechenland? Wir müssen ja die Leute irgendwie schonend jetzt auf die Apokalypse vorbereiten. Die Griechen? Genau, die Griechen. Und vielleicht wir ja auch. Machen Sie sowas öfter? Ja, das wird öfter demonstriert. Also Sie sind eine Art Profi-Demonstrant? Ja, natürlich. Berufsdemonstrant. Berufsdemonstrant, Fulltime. Fulltime-Job. Ist ja interessant. Das wäre ich eigentlich auch gerne geworden. Und das bezahlt das Finanzamt. Das Arbeitsamt. Arbeitsamt. Lass uns doch ein bisschen demonstrieren gehen. Und in ihre Reihen für den Frieden sein. Gebt diese Jazz. Gibt's ein Licht? Licht gibt's auch. Mmh. Ja. Das ist eigentlich hier das Endlager. Das Endlager der deutschen Hölle. Also das sind alle Plakate, mit denen Sie demonstriert haben? Ganz genau, so kann man es auch sagen. Hier ist Mladic, Butcher of Srebrenica. Das ist, da war ich in Den Haag. Gott, wo warst du? Winnenden. Winnenden. Was wird aus Opel? Das ist Duisburg. That Love Poet. Sauerland. Sauerland, 19 Tote. Und richtig. So. Aha. Also Sie stehen morgens auf und der erste Gedanke ist, wo demonstriere ich heute? Ja, also ich hoffe immer, dass nichts passiert. Ne? Dann habe ich nicht so viel Arbeit und dann brauche ich auch nicht so viel Geld für die Fahrt ausgeben. Aber meistens passiert ja dann immer was. Ne? Haben Sie auch gegen größere Ereignisse demonstriert? In Ras Jadir war ich. Das ist an der tunesisch-libyschen Grenze gegen Gaddafi. Gaddafi must step down. Hat er das nicht mitbekommen? Er hat sich mitbekommen, er hat sich verschanzt, die feige Sau, und hat sich versteckt. Lass uns doch ein bisschen demonstrieren gehen. Und ein Journalist schreibt das gewiss in seine Zeitung rein. Ja. Sie sind jetzt 30 Jahre alt. Ja. Sie haben damit vor 10 Jahren angefangen. Ja. Was haben Sie gemacht, bis Sie 20 waren? Oh. Erzieherausbildung hatte ich angefangen und da habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt. Sollst du das jetzt wirklich weitermachen oder sollst du lieber demonstrieren? Und die Erzieherausbildung haben Sie abgebrochen? Ja, also ich habe festgestellt, das ist entspannter dann gewesen, zu demonstrieren, als im Kindergarten zu arbeiten.
ich würde ja noch viel, Herr Broder, noch viel mehr machen, wenn ich mehr Geld hätte. Wenn ich das Geld hätte von eines Politikers, dann könnte ich ja noch viel mehr machen. Dann könnte ich mal eben nach, weiß ich nicht, Benghazi reisen. Dann könnte ich nach Nordkorea. Nordkorea reisen, richtig. Und ich muss sagen, ich mochte das. Auf die Idee musst du kommen. Hassleben, guck dir das mal an. Das ist doch eine Bilderbuch-Idylle hier. Ja, ja. Im Osten, da kann es schon was kosten. Und wenn du es genauer wissen willst, 1000 Milliarden hat es gekostet. 1000 Milliarden? Die Wiedervereinigung, ja. Seit der Wende? Ja, schon so. Bis heute? So 21 Jahre, ja, genau. 1000 Milliarden. Und wie viele Nullen sind das? 3 Nullen weg, 6 Nullen weg. Du bist kein richtiger Jude, du kannst es nicht sofort im Kopf rechnen. Mach du es bitte. Die Moslems können ja alles besser. Nein, die Moslems können nicht im Kopf rechnen. Die können nur sagen, my friend, come, I have a good price for you, I have a special price for you, I have new, I have other colors inside. And you have a cup of coffee. I have a cup of coffee for you, yeah. Auf Jiddisch würde man sagen, es ist jedenfalls Asachgeld. 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 Auf Arabisch? Verlustgetier, Masariktier. Das klingt so, als würde es überlaufen. Ja. Also weißt du, ich komme gerne hierher. Ich gehe lieber hierher als auf meine Bank, weil hier sehe ich, wo mein Geld geblieben ist. Hier gibt es schöne Häuser. Die Häuser sind reich, aber die Menschen sind arm geblieben. Warum? Das mit der Armut ist ja auch so, glaube ich. Das ist, wir reden von Armut. Eigentlich müsste man von Verwahrlosung reden. Ah, jetzt komm. Das ist wirklich unfair. Es gibt Menschen, die wirklich um ihre Existenz kämpfen. Die Frage ist nur, ob diese Armut durch den Sozialstaat nicht verschuldet wurde. Weil man die Leute nicht in die Arbeit gebracht hat, sondern in die Versorgung gebracht hat. Das ist das Entscheidende. Das ist neoliberale Propaganda. Ja, und du redest wie ein Sozialdemokrat. Haben wir schon mal was von Quartiermanagement gehört? Quartiermanagement? Quartiermanagement? Nee, was ist das? Baugenossenschaft oder so. Knapp daneben ist auch vorbei. Ist das, was man in Zeitungsdeutsch Problembezirke nennt? When you're weary. Wir haben einen Hartz-IV-Anteil an Bewohnern von über 60%. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. Da fange ich einfach mal an. Also mein Name ist Ines Müller und gemeinsam mit Herrn Meyer sind wir hier im Team des Quartiersmanagements in der Neuköllner Heideck-Siedlung am Ende der Sonnenallee. Und wir selbst sind beide Mitarbeiter des Büros Weber und Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung. Das ist ein privates Büro und dieser Auftrag wird vom Land Berlin finanziert. Und neben uns sitzen zwei Bewohner, die uns tatkräftig unterstützen im Quartiersrat. Die Projekte, die wir entwickeln, entwickeln wir gemeinsam mit Bewohnern vor Ort. Und die Bewohner können auch mitentscheiden über die Fördermittel, die hier in Projekte fließen. Wie viele sitzen im Quartiersrat? Es sind über 30 und abstimmungsberechtigt sind 15. Das heißt, die Idee wird eingebracht, dann entscheidet der Quartiersrat darüber mit der Steuerungsrunde. Die Steuerungsrunde zum Quartiersmanagement trifft sich monatlich. Da sitzen am Tisch das Land Berlin, der Senat, das Bezirksamt Neukölln und wir als Team. Und wir entscheiden praktisch über Strategien. Also der Steuerungsrat trifft sich jeweils im Viertel. Genau. Und jedes dieser 30 Viertel hat dann auch einen Steuerungsrat. Genau. Können Sie vielleicht noch mal was zu den Projekten sagen? Vielleicht geben Sie ein Beispiel für ein Projekt, das Sie empfohlen haben, das auch akzeptiert wurde, gemacht, finanziert. Kann ich mich an dieses Mehrgenerationenprojekt erinnern? Fiel mir gerade ein. Ne? Wo die Kinder, die Älteren gefragt haben, waren also Viertklässler. Sie sind auf Rente gegangen und haben immer gearbeitet. Also das kennen die Kinder nicht. Und uns ist wichtig zu vermitteln,
dass Hartz IV die Lösung ist, wenn es nicht anders geht. Es ist eine Notlösung, aber es sollte nicht die Lebenslösung sein. Und dazu gehört einfach eine ganze Menge. Da fangen wir beim Kindertreff an, ja, sie wirklich fit und fitter zu machen. Und es geht dann hin bis zu den Erwachsenen. Also was ich an Ihrer Arbeit so erschütternd finde, Sie bringen den Leuten Selbstverständlichkeiten bei, mhm, wie zum Beispiel morgens aufstehen, sich um die Kinder kümmern. Mhm. Ist das oder frühstücken. Oder Frühstück in die Schule mitgeben. Ja, oder lass die auch frühstücken, ja, morgens. Ja, aber ist das nicht erschütternd? Ja. Am Ende müssen Sie den Leuten das Zähneputzen beibringen. Das ist das Leben. Also wenn ich in einem Elternkurs darüber reden muss, wie kleide ich mein Kind witterungsgerecht? Die Kinder kommen in die Kita und haben so ein dünnes Jäckchen an, dass sie tagsüber im November, dass sie eben tagsüber nicht auf den Spielplatz gehen können, weil die Jacke nicht dick genug ist. Oder die kommen mit Sandalen an, wenn der erste Schnee liegt. Und Sie müssen den Eltern erklären, dass man bei kaltem Wetter die Kinder warm anzieht. So einfach es klingt, es gilt nicht für alle, um Gottes Willen. Nein, das ist mir schon klar. Ja? Es fehlt noch, dass der Staat in uns irgendwie Hörgeräte oder Mikrofone installiert. Ein Chip. Und ein Chip und dann gelegentlich sagt, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Ja. Charlotte, ess dein Spinatkartoffeln aus, sonst gibt es keine Nachspeise. Aber Sie können konkret sagen, seitdem dieses Projekt eingeführt wurde, gibt es weniger Kriminalität, weniger Schulden und weniger Alkoholismus im Quartier. Das war kurzzeitig so und inzwischen ist es aber wieder schlechter geworden seit 2008 und dadurch sind wir wieder im Quartiersmanagement ein sogenanntes klassisches Gebiet und haben wieder ein bisschen mehr Personal und vor allen Dingen für die Bewohner wichtig, mehr Fördermittel. Aber was ist das für eine Logik? Um motiviert zu werden, um zu arbeiten, sollte man eigentlich bessere Ergebnisse erzielen, dann bekommt man mehr Geld. Aber für Sie ist es so, je schlechter die Lage wird, desto mehr Geld. Wir brauchen das doch auch. Ein gutes Quartier braucht die Fördermittel ja nicht mehr. So rechnet man. Nein, wirklich, das ist der Wohlfahrtsstaat, das ist die Pest, wirklich. Mir wird das immer klarer. Ich bin ja an sich dafür, Leuten zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Darüber kann man gar nicht reden, das ist vollkommen klar. Natürlich. Aber diese Ausbreitung des Wohlfahrtsstaats, das ist einfach alles unfassbar. Es gibt eine Armutsindustrie, die Tausende, Zehntausende von Leuten beschäftigt, die damit beschäftigt sind, die Armut zu verwalten und dafür zu sorgen, dass die Armut nicht abnimmt. Du hast dich ja verdrückt, du warst dann nicht mehr da. Ich hatte die Nase voll von so viel Armut. Ich kenne das ja so gut. Ich komme aus Afrika, falls du das vergessen hast. Also wir haben das Job Center besucht. Und die haben dann eine Filiale in diesem Quartier aufgemacht, damit die Leute nicht mehr zu der Arbeitsagentur gehen müssen, sondern quasi die Agenten der Arbeitsagentur kommen zu ihren Kunden. Und die sagen auch, das sind unsere Kunden, die Arbeitslosen. Das ist die offizielle Amtssprache. Der Kunde ist immer König? Der Kunde ist immer König, ja. Wie viele Kunden hatten Sie heute? Also insgesamt Einladungen und Vorsprachen waren es 8. Bis jetzt. Sie laden die Leute ein? Wir laden die Leute ein. Wir laden die Leute zu einem qualifizierten Beratungsgespräch ein. Früher hat man gesagt Vorladen. Einladen. Wir laden ein. Ja. Wir laden ein mit einer Rechtsfolgenbelehrung. Also doch eine Vorladung. Weil wer nicht kommt, hat gewisse Konsequenzen zu befürchten. Wir stehen auf der Einladung drauf. Auch drauf. Ja. Okay. Wie lange machen Sie diese Arbeit schon? Über 20 Jahre. Das heißt, Sie sind seit 20 Jahren Arbeitsvermittler? Es gibt die Vermittler, die kümmern sich um die Leute, die einfach zu vermitteln sind. Aber hier haben wir ja einen hohen Anteil von Leuten, die wir erstmal an den Arbeitsmarkt ranführen müssen. Und da werden dann Fallmanager eingesetzt. Ja. Und Sie sind ein Fallmanager? Wir sind alle drei Fallmanager. Können Sie mir sagen, wer dieser Begriff erfindet? Sie sind heute nur noch Manager tätig, ja. In sämtlichen Bereichen.